أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا سيدي واللي عجز معك معذور، فصار ما يعرج للأفلاك وتزار، صرت مبرور ومن الذنب مغفور. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, zunächst einmal möchten wir uns recht herzlichst bei der Moscheeleitung bedanken für die Einladung. Und das ist eine große Ehre für uns, dass wir hier zu euch in diese kleine Stadt, ist das überhaupt eine Stadt oder ist das ein Dorf, Allahu alam, kommen dürfen, damit wir euch insha'Allah ta'ala kennenlernen, mit nur einem einzigen Grund, dass wir zusammen unsere Religion studieren und Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden machen. Denn darum geht es in dieser Welt, dass wir so lange Allah azza wa jal zufrieden machen, bis er unsere Seelen nimmt und er subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Möge Allah azza wa jal nicht er unsere Seelen nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Liebe Geschwister, es beeindruckt uns, subhanallah al-azim, und das passiert nicht oft, wenn wir in die Moscheen kommen, dann ist normalerweise durcheinander. Ein Marktplatz sozusagen. Aber Alhamdulillah, wir sehen, ihr seid alle ruhig, ihr habt Adab gelernt, Alhamdulillah. Habt ihr 50 Euro bekommen oder ganz im Ernst? Hat man euch was bezahlt? Das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft und so sollten die Moscheen auch sein. Nein, es gibt Spielplätze, da kann man draußen spielen. Aber in der Moschee sollte man Charakter bewahren und auch Adab zeigen, denn das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder Muslim möchte nicht von dem anderen gestört werden, denn jeder hat hier in dieser Moschee etwas zu tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Moschee-Gemeinschaft hier segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle so im Paradies versammeln, wie er uns in dieser Welt versammelt hat. Wir werden heute insha'Allah ta'ala über eines der wichtigsten Themen im Islam sprechen, liebe Geschwister. Viele Muslime denken, wenn man über das Gebet spricht, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In der Tat. Und wenn man über das Fasten spricht, das ist ebenfalls etwas Wichtiges. Und auch die Zakat und andere Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Aber viele Muslime wissen nicht, dass es noch eine andere Ibadat gibt, über die der Islam uns ebenfalls aufgeklärt hat. Ja, sogar eine gewaltige Ibadat, die nennt sich der Charakter. Möge Allah azza wa jal uns einen guten Charakter geben. Heute werden wir insha'Allah ta'ala über diese großartige Ibadah sprechen und ich denke, es werden heute viele Dinge auftauchen, die der eine oder der andere nicht gewusst hat, aber dafür sind wir da, damit wir zusammen die Religion lernen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war in allem ein Vorbild. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Beispiel gegeben worden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch, liebe Geschwister. Denn tatsächlich war er in jeder Sache ein Vorbild. Allahu Akbar. Es gibt Leute, die haben eine gute Eigenschaft, eine andere wieder nicht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in jedes seiner Eigenschaften ein Vorbild gewesen. Allah hat ihn den besten Charakter gegeben, liebe Geschwister. Und wenn du wahrhaftig bist und du möchtest dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, dann folgst du ihm nicht nur in dem, wie er dir das Gebet beigebracht hat oder wie er dir beigebracht hat, wie du fastest, sondern du folgst auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Charakter. Denn der Charakter ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen, liebe Geschwister. Und wenn wir diesen Schlüssel nicht besitzen, dann werden wir auch nicht die Menschen für uns gewinnen können. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Sache befolgst, warum? Weil du ihn liebst, dann sei dir sicher,
der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hätte auch dich geliebt, wenn er dich kennengelernt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Die Menschen, die ich am meisten unter meiner Gemeinde liebe, sind diejenigen, die nach mir kommen. Allahu Akbar. Die Menschen, die ich am meisten unter meiner Gemeinde liebe, sind die Menschen, die nach mir kommen. Allahu Akbar. Haben wir die Chance, unter ihnen zu gehören? Hört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Jeder von ihnen, das heißt von denen, die nach ihm kommen, jeder von ihnen würde seine Familie und sein Vermögen hergeben, nur um mich einmal zu treffen. Allahu Akbar. Eine Frage: Wärst du bereit, dein gesamtes Vermögen und deine Familie herzugeben, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal zu sehen? Wärst du bereit? Eine schöne Botschaft: Wenn du dazu bereit wärst, so wisse, du liebst den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns mit Liebe gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versorgen. Liebe Geschwister, willst du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tage der Auferstehung zusammen sein? Du brauchst keine riesigen Moscheen zu bauen oder gewaltige Waisenhäuser. Wisst ihr, was man tun muss, um mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen zu sein? Wisst ihr, welch großartige Belohnung diejenigen bekommen werden, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind? Schaut mal, wir werden jetzt erfahren, wie wenig du tun musst, damit du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen sein darfst. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Inna ahabbakum ilay wa aqrabakum minni yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Die mir am liebsten sind und die mir am nächsten stehen am Tage der Auferstehung, sind diejenigen, die den besten Charakter haben. Allahu Akbar. Die den besten Charakter haben. Du brauchst keine Millionen für Moscheen zu spenden, aber ein paar Euros solltest du schon geben. Und du brauchst auch nicht riesengroße Waisenhäuser zu bauen, um mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen zu sein, sondern du musst was tun? Nur einen guten Charakter haben. Möge Allah uns einen guten Charakter geben. Und er sagte uns gleichzeitig sallallahu alaihi wasallam, dass er uns warnt, dass er diejenigen warnt, die er am Tage der Auferstehung nicht sehen möchte. Walayyadu billah, er möchte sie nicht sehen. Er möchte nicht in ihrer Nähe sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er entfernt sich von diesen Menschen auf eine gewaltige Art und Weise. So sagte er: Inna abradakum, a'udhu billah, inna abradakum ilay wa ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqan. Und diejenigen, die mir am meisten verhasst sind, die ich am meisten hasse am Tage der Auferstehung, sind diejenigen mit den schlechten Charaktereigenschaften. Allahu Akbar. Welche Eigenschaften besitzt du, lieber Bruder und liebe Schwester, um entweder mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah zusammen zu sein am Tage der Auferstehung, oder dass er dich am Tage der Auferstehung überhaupt nicht sehen möchte? Vor 1400 Jahren sandte Allah subhanahu wa ta'ala den edelsten aller Menschen, liebe Geschwister. Allah azza wa jal erwählte für die Botschaft die Menschen mit den reinsten Herzen aus, und diesen besten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wählte er als letzten aller Gesandten aus. Eine Frage: Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet war, der letzte Gesandte Allahs war, der letzte, der mit der Botschaft kommt, musste er etwas Besonderes sein? Antwort: Natürlich. Er musste etwas Besonderes sein, liebe Geschwister. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, er war das beste Beispiel für einen perfekten Charakter. Schaut, was Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda gesagt hat. Er sagte: Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubi al-ibad fastafahu li nafsihi wa ba'atha bi risalatihi. Wahrlich,
So sagte Ibn Mas'ud, einer der besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich Allah hat sich die Herzen seiner Diener angeschaut. Und Allah kennt am besten die Herzen seiner Diener. Wahrlich Allah hat sich die Herzen der Diener angeschaut. So hat er das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam, so hat er das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als das beste, reinste Herz unter allen Herzen auserwählt. Der Beste. Allahu Akbar. Besser als alle Propheten, ewallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat Allah ihn ausgewählt und ihn für seine Botschaft zu den Menschen entsandt. Er hat wahrlich eine gewaltige Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kam zu den Menschen, liebe Geschwister, und er sagte, innama bu'uthu li utammima saliha al-akhlaq. Ich bin zu euch entsandt worden, damit ich euch die edelsten, die besten aller Charaktereigenschaften vervollständige. Allahu Akbar. Es gab doch Propheten, die sind vor ihm gekommen zu den Menschen und haben ihnen Charaktereigenschaften vermittelt. Richtig. Aber der Prophet Muhammad sallam, er hat diese Charaktereigenschaften vervollständigt. Allahu Akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschrieb uns den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und wahrlich, du stehst über den besten Charaktereigenschaften. Liebe Geschwister, ich möchte hierauf aufmerksam machen, diese Aya wird falsch übersetzt in den Tafsirbüchern. Es wird übersetzt, du hast wahrlich die schönsten oder die besten Eigenschaften. Nein, wahrlich, du stehst über den besten Charaktereigenschaften. Was heißt das? Die guten Charaktereigenschaften sind Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterhergelaufen und er nicht ihnen. Allahu Akbar. Barmherzigkeit ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterhergelaufen. Liebe ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterhergelaufen. Sabr ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterhergelaufen, liebe Geschwister. Und subhanallah, wie viele schmutzige Zungen gibt es in der heutigen Zeit und auch schon in der damaligen Zeit, die schlecht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben. Die niedrigsten Kreaturen sprechen über den besten, reinsten Menschen. Möge Allah diese Leute recht leiten. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er brachte uns bei, dass wir gut zu unseren Eltern sein müssen, zu den Verwandten, zu den Geschwistern im Islam, zu den Nachbarn, und auch sogar zu den Tieren. Allahu Akbar. Was für eine Religion. Wallahi, was für eine gewaltige Religion. Und ist es nicht der gute Charakter, der die Menschen auf der gesamten Welt dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen? Liebe Geschwister, schaut, wenn ihr ein Land betrachtet, Indonesien, ihr kennt alle dieses Land. Der Islam war in Indonesien nicht vorhanden. Wisst ihr, wie der Islam nach Indonesien kam? Durch wen? Tijarat. Durch die Händler. Durch die Händler ist der Islam nach Indonesien gekommen. Und jetzt ist Indonesien das größte muslimische Land. Allahu Akbar. Wisst ihr, wie die Händler gewesen sind? Wenn Kuffar zu ihnen kamen, zu einem muslimischen Händler, dann hat der Händler ihnen gesagt, geh zum nächsten Stand, denn Alhamdulillah, der Risk, den ich heute verdient habe, die Versorgung, es reicht mir, geh zu meinem Bruder. Allahu Akbar. Dann sagt der eine, subhanallah, er schickt mich zu seinem Bruder, dass er auch etwas verdient, denn er ist zufrieden mit dem, was er bereits bekommen hat. Heutzutage, der hätte ihm gesagt, der Händler, Stallah. Und dann hätte er ihm gesagt, schau mal, 50 Euro für dich gratis, wenn du nicht zu ihm gehst. Ist es nicht so? Kaufst du bei mir und bleibst du bei mir. Subhanallah, wie sehr hat sich unser Charakter geändert im Vergleich zu den früheren, liebe Geschwister. Und es ist erstaunlich, wallahi al-azim, sehr, sehr erstaunlich, dass hier in Deutschland sehr viele Menschen den Islam annehmen, trotz des schlechten Charakters von einigen Muslimen. Ist das nicht verwunderlich? Wir haben so viele Muslime, die zeigen einen schlechten Charakter, einen üblen Charakter, einer, der sich für den Islam interessiert und er sieht, wie der Charakter von vielen Muslimen ist.
Er wird sagen, lasst mich und den Islam. Ich möchte mit diesem Islam nichts zu tun haben, aber trotzdem nehmen so viele den Islam an. Was denkt ihr, wie viele noch den Islam annehmen würden, wenn wir gute Charaktereigenschaften hätten? Möge Allah uns einen guten Charakter geben. Viele Muslime, liebe Geschwister, die denken, wenn man einen Bart hat, oder Frauen, wenn sie einen guten Hijab anhaben, islamische Bekleidung, dann ist das alles. Und Wallahi, das ist ein riesengroßer Fehler. Denn du musst dein Inneres wie dein Äußeres machen. Dein Inneres muss wie dein Äußeres sein. Was nützt es dir, dass du nach außen schön aussiehst, aber du stinkst? Möge Allah uns bewahren. Es gibt Leute, wallahi al-azim, die haben so ein Bart, aber subhanallah, sie betrügen und sie stehlen und sie lügen und du möchtest gar nicht in ihrer Nähe sein. Ist das der Islam? Wallahi nein. Oder eine Frau, die hat Hijab, richtig bedeckt, aber ihre Zunge ist 2 Meter lang. Es gibt keine Person, die nicht Opfer von dieser Frau ist. Lästern. Lästern, lästern. Das ist nicht der Islam. Liebe Geschwister, denn das eine passt nicht ohne das andere. Hört mal, wie war der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisha radiallahu anha, sie wurde gefragt, wie war der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dann sagte sie, قالت, ألست تقرأ القرآن? قلت بلى. قالت, فإن خلق نبي الله sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Allahu Akbar. Eine Person hat Aisha radiallahu anha. Wer war Aisha? Die? Ein kleines Kind möchte ich hören, damit ich weiß, ob ihr schon eure Religion liebt. Tfadal, Abu, rote T-Shirt. Tfadal. MashaAllah. Die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du hast einen Zusatz vergessen, die? Lieblingsfrau. Die Lieblingsfrau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wurde gefragt, Aisha radiallahu anha wa ardaha. Wie war der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und das fragen nur Leute, die Iman haben oder keinen Iman haben, die nur Iman haben. Wie war der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dann sagte sie zu der Person, liest du etwa nicht den Koran? Er sagte, doch, ich lese ihn. Die früheren Generationen haben sich mit dem Koran beschäftigt. Und wir sind heute mit irgendwelchen Volksblättern beschäftigt. Möge Allah uns bewahren. Romane und Zeitungen. Möge Allah uns bewahren. Wir brauchen den Koran als erste Stelle. An erster Stelle, damit wir, liebe Geschwister, lernen, was Allah Azza wa Jal von uns möchte. Damit wir wissen, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Denn er sagt subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wie viele kennen diese Eier? Und wie viele, die diese Eier kennen, handeln danach? Es sind nur wenige. Warum? Weil die Kuffar viele sind und die Gläubigen waren immer nur sehr wenige. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten, die Worte von wem? Von Allah, wenn du den meisten auf dieser Welt folgen würdest, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie würden dich vom Wege Allahs wegbringen. Deswegen lies viel den Koran, beschäftige dich viel mit dem Koran und du wirst die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können, lieber Bruder und liebe Schwester. Schaut mal, sie sagte zu ihm, radiallahu anha, liest du etwa nicht den Koran? Er sagte doch, sie sagte, der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, dass er ein laufender Koran war. Stell dir vor, ein Koran mit 2 Füßen. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles, was im Koran an Befehlen erteilt wurde von Allah, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgeführt. Allahu Akbar. Wenn Allah im Koran sagt, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ und tut Gutes, denn wahrlich Allah liebt die Gutestuenden, dann hast du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er war gut zu jedem. Zu jedem. Zu den Kleinen und zu den Großen. Oh, ihr kleinen Jungs, seid ihr auch gut zu den Großen?
Er war gut zu den Kleinen und zu den Großen. Schaut mal, was ein kleines Kind gesagt hat, Anas ibn Malik radiallahu anhu arda. Er kam mit circa 10 Jahren zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dienen, liebe Geschwister. Das heißt, er wollte ihm bei vielen Dingen helfen. Er kam im Alter von 10 Jahren. Er sagte später, Anas ibn Malik radiallahu an, nachdem er 10 Jahre beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verweilt hat, er sagte, وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشْرَ سِنِينَ. Ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs, 10 Jahre gedient. 10 Jahre. فَمَا قَالَ لِي قَدْ وَلَا قَالَ لِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ. Er hat nie zu mir, Allahu Akbar, innerhalb von 10 Jahren, wer Anas ibn Malik radiallahu an, er war 10 Jahre. Macht ein kleines Kind viele Fehler? Ja oder nein? Natürlich, er sagte niemals zu Anas ibn Malik radiallahu an, uff, pfui. Und er sagte niemals, warum hast du das gemacht, wenn er das nicht gemacht hat? Allahu Akbar. Was ist das für ein Charakter? Liebe Geschwister, wir können 2 Tage jemandem etwas vorspielen. Vielleicht auch eine Woche, aber 10 Jahre lang. Heißt das, er hat auch wirklich diesen Charakter besessen? Antwort? Ja. Ewallah. Ewallah. Möge Allah uns in die Nähe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tage der Auferstehung bringen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auch gut zu den Frauen. Ey Allah, er war gut zu den Frauen, weil es ist das übliche Bild der Nichtmuslime, dass sie denken, dass ein muslimischer Mann schlecht zu seiner Frau ist. Und das ist falsch. Und das entspricht nicht dem Koran. Das entspricht nicht der Lehre des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister. Wir sehen, im Koran gibt es eine Ayah in Surah An-Nisa und ihr kennt sie alle, die sinngemäß heißt, wenn sie euch in einer Sache ungehorsam sind, die Frauen, dann ermahnt sie, dann meidet sie im Ehebett und dann schlagt sie. Da ist ein Wort, was wir erklären wollen, damit die Nichtmuslime verstehen, aus erster Hand, was dieser Vers bedeutet, liebe Geschwister. Wenn sie ungehorsam sind, bedeutet, wenn der Mann der Frau etwas sagt im Guten, dann sollte sie das ausführen, was der Mann sagt. Zum Beispiel, der Mann sagt zu seiner Frau, achte darauf, dass du das Gebet regelmäßig betest. Und leider viele Frauen sind manchmal so mit dem Haushalt beschäftigt, mit dem Wildkirschkuchen, dass sie das Gebet vergessen. Und das geht nicht, liebe Schwester. Das ist falsch. Denn für dich zählt an erster Stelle, dass du das Recht von deinem Ehemann oder von Allah erfüllst. Von Allah. Von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn du von deinem Mann hörst, dass er dir sagt, bete deine Gebete regelmäßig, dann musst du laufen. Der Mann hat ihr hier etwas Gutes geboten, ja oder nein? Natürlich etwas Gutes geboten. Nicht, dass ein Mann zu der Frau sagt, zieh dein Hijab aus, A'udhu Billah, hier darf sie ihn nicht gehorchen. Oder kauf mir mal eine Flasche Raki von der Tankstelle, möge Allah uns bewahren. Nein, im Guten, liebe Geschwister, dass sie ihm im Guten befolgt. Wenn der Mann ihr sagt, achte auf deine Gebete und er sagt ihr das immer wieder und es findet keine Änderung bei ihr statt, dann meidet er sie als nächsten Schritt, wo? Im Ehebett. Und wenn auch nach einer gewissen Zeit keine Besserung stattfindet, dann schlägt er sie. Was bedeutet das Schlagen? Wir verstehen den Koran und Sunna, wie wer ihn verstanden hat, wie die Sahaba, radiallahu anhu. Das sind unsere Vorfahren, liebe Geschwister, die Sahaba und die Tabi'in und die Tabi'in. Sie haben uns erklärt, wie Ibn Abbas, radiallahu anhu, dieses uns verdeutlicht hat, das ist ein Schlagen, welches nicht wehtut, indem ihr einen Siwak benutzt. Kennt ihr einen Siwak? Wer hat einen Siwak dabei? Heb ihn mal hoch. Den Siwak. Das ist ein Siwak. Das bedeutet, dieser Siwak wiegt ungefähr 30 Gramm. Oh, was für Verletzungen er zufügt. Ha? Nicht, dass er den Kopf bricht. 30 Gramm wiegt dieser Siwak. Wenn wir damit die Frau schlagen sollen, ist das Schlagen? Antwort? Nein, aber das ist Erziehung. Ta'dib. Das ist nur Erziehung. Es geht nur darum, nicht die Frau zu verletzen, sondern um ihr aufzuzeigen, sie hat die Grenze überschritten. Und im nächsten Schritt kann sich der Mann von ihr scheiden lassen. Subhanallah. Das Schlagen
Und das sagen wir auch einigen Muslimen. Ist nicht so gemeint, wie ihr das versteht. Denn es gibt Muslime, der praktiziert nichts vom Koran. Und dann sagst du ihnen, ach, ich habe gehört, du bist schlecht zu deiner Frau. Er sagt, musst du schlagen, die Frau manchmal. Wie, musst du schlagen? Ja, machst du Anlauf, dann 50 Meter, gibst du Kopfnuss. Subhanallah al-Azim. Wer hat dir das gesagt? Schlagen ist Kopfnuss? Er versteht den Koran, wie er will. Der Koran, wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir ihn verstehen, wie die Besten, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen waren, ihn verstanden haben. Und sie haben uns erklärt, dass man die Frau mit einem Siwak zum Beispiel schlagen soll. Einmal habe ich in der Masjid einen Bruder gesehen, der hat so einen Siwak gehabt. Ich habe gedacht, der hat keine gute Frau. Der wollte seine Frau richtig erziehen. Schaut mal, subhanallah al-Azim, damit auch die Nicht-Muslime das hören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, khayrukum, khayrukum li ahlihi. Wa ana khayrukum li ahli. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen und ich bin der Beste zu meinen Frauen. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier einen Maßstab gegeben. Er hat uns nicht gesagt, Fulan oder Fulan, er ist der Beste zu seiner Frau, sondern er sagte, ich bin der Beste. Versucht ihr an wen ein Beispiel zu nehmen? Am Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, sagte, und damit keiner einen Zweifel hat, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, sie sagte, Wallahi, sie schwört, Aisha, eine wahrhaftige oder keine wahrhaftige? Eine wahrhaftige. Die Hand vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jetzt hört ihr das an, lieber Diener Allahs, hat niemals eine Ehefrau geschlagen. Allahu Akbar. Wie viele Ehefrauen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt, die noch alle gelebt haben? 9 Stück. Deshalb. Naam? 9 Ehefrauen hat er gehabt. Subhanallah. Ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, liebe Geschwister. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wusste, wie er charakterlich mit den Menschen umgeht. Subhanallah al-Azim. Er hatte 9 Frauen und dieser großartige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals irgendeine seiner Ehefrauen geschlagen. Noch mehr. Er hat niemals eine seiner Dienerinnen geschlagen. Dienerinnen. Die wurden eigentlich nur eingestellt, damit sie geschlagen werden. Er hat niemals eine seiner Dienerinnen geschlagen. Noch mehr. Er hat nicht mal eines seiner Maultiere geschlagen. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, wie er den Koran umgesetzt hat, liebe Geschwister. Er war gut zu den Arabern und zu den Nicht-Arabern. Wir haben leider in unserer heutigen Zeit, auch in der damaligen Zeit, eine Krankheit. Wenn einer von unserem Land ist, dann ist er gut. Und wenn einer nicht von unserem Land ist, dann ist er schlecht. Ich sage dir, lieber Bruder und liebe Schwester, möchtest du Allah folgen oder deinem Gelüst? Wenn du sagst, du möchtest Allah folgen und nur das zählt bei Allah, nur so kannst du sein Wohlgefallen erreichen und nicht indem du dein Gelüst befolgst. Allah sagt dir, inna akramakum indallah. Atqakum. Wahrlich, der Geehrteste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Hat Allah den Araber genannt? Hat Allah den Türken genannt? Hat Allah den Pakistaner oder den Kurden genannt? Nein, sondern der Gottesfürchtigste. Bist du gottesfürchtig? Wallahi, dann interessiert dich nicht, ob dein Bruder ein Pakistaner oder ein Inder ist. Oder was weiß ich, was es heutzutage alles gibt, liebe Geschwister, so viele kommen zum Islam, wir haben keinen Überblick mehr. Länder, die wir nicht kennen, subhanallah al-Azim, es ist uns doch egal, aus welchem Land er kommt. Hauptsächlich, er ist ein Muslim. Und ich sage euch hier an dieser Stelle, Assalamu alaikum, all meine Brüder. Das ist der Islam, dass wir uns lieben durch den Glauben. Innama al-mu'minuna ikhwa, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullah la'allakum turhamun. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. So schafft Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah. Schaut, wie die Ayah endet. Und fürchtet Allah, damit ihr von Allah was bekommt? Barmherzigkeit. Möchtest du Barmherzigkeit von Allah? Die Gläubigen sind Brüder. Allah hat die Brüderschaft durch den Glauben mit uns verbunden. Das ist das, was zählt. Nicht, ob du Türke oder Araber oder Kurde bist. Nein, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das tatsächlich vorgelebt. Ihr wisst, wer ist sein Muadzin gewesen, sein Gebetsrufer? Er war Bilal al-Habashi radiallahu anhu. Welche Hautfarbe hatte Bilal? Schwarz. Wallah, dunkelschwarz. War er geehrt bei Allah oder nicht?
der Muadzin vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wollte ein Zeichen setzen. Er wollte den Menschen klar machen, diese Religion ist nicht nur gekommen für die Araber, sondern diese Religion ist für jeden, der bereit ist, Allah azza wa jal einzig und alleine zu dienen. Ey wallah, so ist unsere Religion, der Islam. Möge Allah uns zu guten Muslimen machen. Einmal kam ein Wüstenaraber in die Moschee herein, ein Fremder. Der nahm eine Ecke in der Moschee und hat uriniert. Er hat uriniert in der Moschee vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba radiallahu anhum, die wollten alles abschneiden, was man abschneiden kann. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie zurückgehalten. Allahu Akbar. Er sagte ruhig, ruhig. Er sagte zu ihnen, lasst ihn zu Ende machen. Lasst ihn. Weil wenn sie ihn in dem Zustand tragen, dann wird überall die Najasa verteilt, die Unreinheit. Aber so hat er das nur auf einen Platz gemacht. Die Wüstenaraber, das waren schroffe Araber. Ja, die Leute, nicht, dass ihr jetzt Hass gegen die Araber bekommt, das waren schroffe Leute, die haben nicht so ein Feingefühl gehabt, um es so mal ganz allgemein zu bezeichnen. Der nimmt eine Ecke, schaut mal, was er macht. Der nimmt eine Ecke in der Moschee und uriniert. Subhanallah al-Azim. Der Prophet s.a.w. sagt, lasst ihn. Nachdem er fertig war, hat der Prophet Muhammad s.a.w. einen Eimer holen lassen und hat das Wasser über diese Najasa, weil das unrein ist, dann müssen wir Wasser darüber kippen, liebe Geschwister. Und als der Wüstenaraber gesehen hat, wie das Verhalten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, wie sein Charakter, dann sagte er, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. O Allah, vergebe mir und Muhammad und außer uns niemand anderen. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebe ich, die anderen liebe ich nicht, die wollten mir alles abschneiden. Schaut mal, subhanallah al-azim, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Herz von jemandem weich gemacht hat, der wal'iyadu billah in die Moschee hereinkommt, um zu urinieren. Ich habe eine Frage an euch. Stellt euch vor, jetzt kommt hier einer rein und möchte urinieren. Ja Allah, wie würden wir uns benehmen? Er ist ehrlich. Das ist die Sache. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deswegen war er auch anders als uns. Er war im Charakter der beste Mensch. Wa innaka la'ala. Wahrlich, du stehst war tatsächlich über den besten Charaktereigenschaften, liebe Geschwister. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war zu den Nichtmuslimen sehr gut. Und das schreien wir in die Welt heraus, damit diese Leute verstehen, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und wir verteidigen ihn und wir lieben ihn. Und wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim, hat niemals Unrecht getan, denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat Offenbarung von Allah bekommen. Er hat Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und wer sich mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigt, er wird sehen, dass er die besten Charaktereigenschaften besessen hat, liebe Geschwister. Die Juden in Medina, sie haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Übles angetan. Sie machten sich über ihn lustig und sie haben ihn beschimpft und sie wollten versuchen, ihn sogar zu töten. Subhanallah al-Azim, schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Als ein kleines Kind, das bedeutet ein Jugendlicher, von ihnen krank geworden ist, dann ist er hingegangen und hat ihn besucht. Allahu Akbar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ging nicht schnell hin für eine Minute, damit er schnell wieder weggeht. Nein, sondern er ging hin und er wollte für die Menschen immer das Beste. So sagte er zu diesem Jugendlichen, sag La ilaha illallah. Sag La ilaha illallah. Der Jugendliche, er war verunsicher und er schaute auf seinen Vater. Sein Vater, ein Jude. Dann sagte der Vater, tu, was Abul Qasim dir sagt. Allahu Akbar. Tu, was Abul Qasim dir sagt, weil er wusste, was die Wahrheit ist. Ja, der Jude wusste, was die Wahrheit ist. Sonst hätte er ihm das niemals sagen lassen. Seinen eigenen Sohn, überlegt mal. Er sagte, tu, was Abul Qasim dir sagt. Dann hat dieser Jugendliche die Shahada gesprochen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam herausgegangen ist aus diesem Zimmer, hat er erstmal Allah subhanahu wa ta'ala gedankt, dass Allah ihn zum Mittel gemacht hat, dass er jemanden zum Islam gebracht hat. Wie viele Menschen hast du zum Islam gebracht? Oder besser gefragt, wie viele Menschen hast du vom Islam verscheucht? Manche verscheuchen so viele Menschen vom Islam, wie andere
Leute zum Islam gebracht haben. Allahu Akbar. Der Prophet s.a.w. hat Allah subhanahu wa ta'ala gedankt, dass er ihm diese Gnade gegeben hat. Dann hat er nur einen Schrei gehört. Dieser junge Mann ist gestorben. Das war der letzte Augenblick. Er hat noch vorher die Shahada gesagt und dann ist er gestorben. Allahu Akbar. Er ist gestorben, liebe Geschwister. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl sie das mit ihm angestellt haben. Und ihr wisst, einmal wollte man ihn sogar mit einem Stück Fleisch, was? Vergiften. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war eingeladen bei Juden, liebe Geschwister. Und sie haben ihm ein Stück Fleisch vorgesetzt. Und als er dieses Stück Fleisch essen wollte, dann sagte dieses Stück Fleisch, Allah hat es sprechen lassen. Und Allah lässt sprechen, was er möchte. La ta'kulni fa'inni masmuma. Iss mich nicht, denn ich bin vergiftet. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dieses Stück Fleisch gegessen. Und trotzdem hat er eines dieser Kinder von ihnen besucht. Schaut mal, wie großzügig dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Sogar einmal, als er gehört hat, es gibt eine Janaza, einen Totenzug von einer Person, der ein Jude war, dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgestanden. Man sagte zu ihm, ja Rasulallah, er ist ein Jude. Und er sagte dann, sallallahu alaihi wasallam, alaysat nafsa. Ist das nicht auch eine Seele? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sich immer Gedanken gemacht, wenn die Menschen so sterben im Kufr, im Unglauben, wo werden sie hinkommen? Und er hatte das meiste Wissen über Allah. Er wusste, wenn die Leute anders sterben, denn als Muslime, dann kommen sie in das. So ist die Regel, liebe Geschwister. Diese Regel hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgestellt. Ist dieses nicht auch eine Seele? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein wahrhaftiger Mensch, ein ehrlicher Mensch. Wie viele Muslime lügen in dieser Zeit und sie müssten nicht einmal lügen. Einfach so. Die Lüge ist zum Sport geworden. Subhanallah al-Azim. Und das ist eine sehr schlimme Eigenschaft. Eine der größten Sünden, eine Eigenschaft von den Kuffar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass diese Sünde in das Höllenfeuer führt. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Möge Allah unsere Zungen reinigen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein ehrlicher, wahrhaftiger Mann gewesen. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, bevor er ein Muslim war, war er ein Rabbiner. Er gehörte zu den Juden, liebe Geschwister. Dann sah er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, und er beschrieb das selber in dieser Überlieferung, als er ihn gesehen hat, er sagte, عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّبْ. Als ich sein Gesicht gesehen habe, wusste ich, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. Allahu Akbar. Sagt einer, der mit dem Islam nichts zu tun hatte, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. So kann nur ein wahrhaftiger Mensch sein, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat zu den Menschen die besten Worte gesprochen und er hat niemanden von den Menschen ein Leid zugefügt. Das war sein Charakter gewesen. Er hat den Koran gelebt. Wie viel lebst du vom Koran? Wenn Allah dir sagt, bete, betest du? Wenn Allah dir sagt, faste, fastest du? Wenn Allah dir, Schwester, sagt, bedecke dich, bedeckst du dich? Oder hörst du den Worten der Irregegangenen zu und du bist zufrieden damit? Wisse, es wird einen Tag geben, wo Allah dich zur Rechenschaft ziehen wird. Und niemand von den Irregehenden wird an diesem Tag neben dir sein, um dich zu beschützen. Allah hat zu allem die Macht. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister. Eine Religion, unsere Religion, die Religion des Islam, die erkannt hat, dass der Schlüssel zu den Menschen ein guter Charakter ist. Und wer die Religion praktiziert, er hat einen guten Charakter. Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, er sagt, Ad-dinu kulluhu al-khuluq. Wahrlich, die gesamte Religion ist Charakter. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Derjenige, der zu den Menschen mit viel Charakter kommt, er ist auch zu dir mit viel Religion gekommen. Das bedeutet, es ist unmöglich, dass eine Person, der einen schlechten Charakter hat, was besitzt? Viel Religion. Das ist unmöglich. Wenn eine Person zu dir kommt und du siehst, er hat sehr gute Charaktereigenschaften, dann wisse auch, er ist gut in seiner Religion. Und wenn eine Person zu dir kommt und er hat keine guten Charaktereigenschaften, dann wisse auch, er hat
sehr wenig von der Religion. Möge Allah uns recht leiten, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, auch hat der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht, dass wir zu allen Menschen gut sprechen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, und sprecht zu den Menschen Gutes. Das bedeutet, liebe Geschwister, wie Atta radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala uns diese Ayah erklärt hat, in dieser Ayah spricht zu den Menschen Gutes, fallen die Juden und die Christen. Das heißt, selbst zu ihnen sollst du Gutes sprechen. Und er sagt, Atta radiallahu an, wenn dir befohlen wurde, zu den Juden und zu den Christen gut zu sprechen, was dann mit einem Muslim? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn befohlen wurde, dass du zu den Juden und zu den Christen Gutes sprichst, was dann mit einem Muslim? Subhanallah al-Azim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Person die Hand gegeben hat, dann hat er so lange seine Hand nicht weggezogen, bis die Person die Hand weggezogen hat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liebe Geschwister, wie viele Minuten haben wir noch? Die ganze Nacht 20. Inshallah. 20 Minuten bis zum Adhan, ja? Alhamdulillah. Lasst uns über die Vorzüge von einem guten Charakter sprechen und eure Herzen werden gleich beben. Und jeder wird ab dieser Stelle sagen, wer noch ein lebendiges Herz hat, ab jetzt möchte ich einen guten Charakter haben. Möge Allah uns einen guten Charakter geben. Sallallahu alaihi wa sallam sagte, Laysa shay'un athqala fil mizan min khuluqin hasan. Nichts wiegt in der Waage. Allah wird am Tage der Auferstehung eine Waage haben. All unsere Taten werden auf dieser Waage gewogen. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, nichts wiegt auf dieser Waage schwerer als ein guter Charakter. Allahu Akbar. Als ein guter Charakter. Deswegen, liebe Geschwister, manchmal sehen wir eine Person, der ist gestorben. Und äußerlich gefällt er uns vielleicht nicht. Wir sagen, Allahu alam, ob der einen guten Tod hatte oder nicht. Aber Allah hat ihn zum Schluss mit guten Merkmalen sterben lassen. Wir wissen, es gibt Merkmale, wenn ein Diener sie hat, die sind sehr, sehr gut. Was kennt ihr? Was sollte eine Person haben, wenn er ein gutes Ende hat? Hä? Dass er mit La ilaha illallah stirbt. Was noch? Nein? Das ist sehr gut, wenn er auch Gebetswaschung hat. Nein? Was noch? Wenn er lächelt. Wenn er lächelt? Nein. Dann hat er meistens schon eine Hure Leine gesehen. Nein? Dass er mit einer guten Tat stirbt zum Schluss. Und wir haben das gesehen, liebe Geschwister, auf der ganzen Welt, wo unsere Muslime auch abgeschlachtet werden, möge Allah ihnen einen Ausweg schaffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all die, die ungerecht gestorben sind, möge Allah sie als Shuhada akzeptieren. Schaut mal, wie viele Leute ungerecht getötet wurden. Subhanallah, sie haben ihren Finger gehoben. Und man sagte zu ihnen, sag, la ilaha illa Asad. Es gibt keinen Gott außer Asad. Er hat seine Finger gehoben und gesagt, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Und damit ist er gestorben. Schaut mal, subhanallah al-azim, das war sein Ende gewesen. Die letzten Worte, mit der er aus dieser Welt herausgegangen ist, sind la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist eine großartige Ehre, wenn du so einen Tod hast, dass du mit den Worten des Tawhid stirbst. Wie viele Leute sterben mit diesen Wörtern? Allahu Akbar, das ist ein gutes Zeichen. Dann siehst du diese Person, er ist mit diesen Wörtern gestorben. Deswegen verurteile niemals eine Person. Allah kennt seinen Charakter. Allah subhanahu wa ta'ala, er kennt seinen Charakter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde von gläubigen Leuten gefragt, liebe Geschwister. Su'ila an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akthara ma yudkhilu an-nas al-jannah. Er wurde nach dem gefragt, was die meisten Menschen in das Paradies eingehen lässt. Willst du das wissen? Sag sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa wa husnul khulq. Die Gottesfurcht und der gute Charakter. Das sind die beiden Gründe, aufgrund dessen der Mensch in das Paradies eingeht. Die meisten Gründe. Und er wurde gefragt, wa su'ila an akthara ma yudkhilu an-nas an-nar. Er wurde auch nach den Gründen gefragt, warum die meisten Menschen in das Höllenfeuer gehen. So sagte er, al-fam wa al-farj. Wegen der Zunge. Warum? Was macht man mit der Zunge? Schlecht reden. Allahu Akbar. Und wegen dem Geschlechtsteil, weil viele Leute Zina machen. Und das, walayyadu billah, wird einen in das Höllenfeuer bringen. Wala taqrabu az-zina.
und nährt euch nicht der Unzucht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe Geschwister. Das bedeutet, der Diener, er kann mit seinem guten Charakter folgende Stufe erreichen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajata qa'imil layl wa sa'imin nahar. Wahrlich der Gläubige, er erreicht durch seinen guten Charakter die Stufe von einem, der jede Nacht betet und am nächsten Tag fastet. Allahu Akbar. Ich wiederhole, damit man dieses versteht. Derjenige, der einen guten Charakter hat. Ja, Allah gibt uns einen guten Charakter. Er erreicht die Stufe von einer Person, der jede Nacht betet. Kannst du jede Nacht beten? Du nicht und ich nicht. Seien wir ehrlich. Und am nächsten Tag fastet. Kannst du jeden Tag fasten? Du erreichst die Stufe durch dein Charakter. Subhanallah. Auf der anderen Seite hören wir ein Hadith. Es kamen Menschen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagten, ja Rasulallah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khayra fiha, hiya min ahlin nar. Allahu Akbar. Schaut mal, subhanallah, was haben wir gerade für ein Hadith gehört? Der Hadith sagte, derjenige, der einen guten Charakter hat, erreicht welche Stufe von einem, der in der Nacht betet und am Tage fastet. Jetzt hört euch diese Überlieferung an. Leute haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi berichtet, es gibt eine Frau, schaut mal, was die macht. Sie betet in der Nacht und sie fastet am Tag und sie macht und macht an Taten und sie spendet. Leichte Taten? Nein. Aber sie macht das alles. Aber am Tage schadet sie ihren Nachbarn. Schadet sie ihren Nachbarn. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Frau, die am Tage ihren Nachbarn schadet, bedeutet schlecht über sie redet, unerzogene Worte über sie redet. Er sagte, an dieser Frau gibt's nichts Gutes, sie wird im Höllenfeuer sein. Allahu Akbar. Das bedeutet, einer, der nur einen guten Charakter hat, aber natürlich er betet und fastet und macht seine Pflichten, wenn er auch nicht so viel an Taten macht, er erreicht trotzdem das Paradies. Aber eine andere Person, er macht und macht und macht. Schaut mal, die hat in der Nacht gebetet und die hat am Tage gefastet und gespendet und Gutes gemacht. Aber dadurch, dass sie Menschen Unrecht angetan hat, kommt sie wohin? Ins Paradies oder ins Feuer? Ins Feuer. Das bedeutet, du kannst manchmal mit vielen Taten wohin gehen? In das Höllenfeuer. Und mit wenig Taten in das? Es kommt drauf an, welche Taten du machst. Möge Allah uns immer zu den besten Taten leiten, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Koran gelebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal kadhimin al ghayth wal afin anin nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Und diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken, Allahu Akbar, was für eine schwere Sache das ist. Wallahi, das ist nicht leicht. Das kennen wir alle. Wenn du aufgeregt bist, zornig bist, dann kommt der Shaitan in diesem Moment und er möchte, dass du etwas Übles tust. Weil er weiß, dass du in einer Situation bist, wo du sogar töten kannst. Ist es in einem Streit schon einmal dazu gekommen, dass Leute ermordet wurden? Natürlich. Er weiß, dass du in einer Situation bist, wo du morden kannst. Also was macht er? Er bauscht dich richtig auf, dass du etwas Schlimmes tun sollst. Subhanallah al-Azim. Allah sagt, und diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die Gutestunden. Eine Eigenschaft von wem? Von den Gutestunden. Das bedeutet, wenn du zornig bist, dann sollte deine Aufgabe sein, dass du was sagst, wenn du zornig bist? A'udhu billah minash shaitanir rajim. Das bringt dich runter. Das bringt dich runter von deinem Zorn. Denn in dieser Situation bist du vielleicht bereit, etwas zu tun, was ein übles Ende für dich bedeuten würde. Aber subhanallah, wenn du sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dann kommst du runter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, über eine Person, der sehr aufgeregt war, er sagte, er sollte Wudu machen. Er sollte Wudu machen. Ha? Dass er diesen Zorn von sich nimmt. Weil das Wasser löscht das
Feuer. Du bist voller Feuer. Man sieht das auch in deinem Gesicht. Und subhanallah, manch einer sieht so ähnlich aus wie Shaitan, wenn er sehr ärgerlich ist, liebe Geschwister. Man hat ein hässliches Gesicht. Keiner möchte sich in diesem Zustand fotografieren lassen, richtig? Das ist so, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah, der Prophet sallam hat uns auch beigebracht, derjenige, der zornig ist, er soll sich hinsetzen. Und wenn er seinen Zorn immer noch nicht wegbekommen hat, dann soll er liegen. Einer hat mal Streit mit jemandem gehabt, der hat sich gleich hingelegt. Das bedeutet, es war schon kurz vor 12 gewesen, liebe Geschwister. Nein, wir sollen versuchen, auch wenn manche Leute uns Unrecht antun, so dass wir zornig werden, dass wir immer mit Barmherzigkeit handeln. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man la yarham la yurham. Derjenige, der nicht barmherzig ist zu anderen, so wird Allah auch nicht zu ihm barmherzig sein. Und hört euch diese Überlieferung an. Und wallahi, die sollte uns allen Angst machen. Weil es gibt Männer, wal-iyadu billah, der schlägt seine Frau richtig zusammen. Und sie ist schwächer als er. Und es gibt Männer, der vergreift sich immer an Schwächere und er schlägt sie richtig zusammen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal Abu Mas'ud gesehen. An Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu. Qala kuntu adribu ghulaman li. Er sagte, Abu Mas'ud, ich habe eines Tages einen Knecht von mir geschlagen. Fasami'tu min khalfi sautan. Dann hörte ich hinter mir eine Stimme. Diese Stimme sagte zu Abu Mas'ud, der gerade ein kleines Kind geschlagen hat, I'lam, Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alayka minka alay. Wisse, Abu Mas'ud, Allah ist noch mehr in der Lage, mit dir das zu machen, was du gerade mit diesem kleinen Kind machst. Dann sagte Abu Mas'ud, er sagte, faltafattu, فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. Dann habe ich mich umgedreht, dann sah ich hinter mir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌ لِوَجْهِ اللَّهِ. Dann sagte ich, O Gesandter Allahs, ich gebe diesen Knecht frei. Er ist frei für Allahs Angesicht. Er soll frei sein. Er muss ab heute nicht mehr zu mir kommen und für mich arbeiten. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أما لو لم تفعل لمستك النار. Hättest du ihn nicht freigelassen, hätte dich das Höllenfeuer berührt. Allah. Denke nächstes Mal daran, wenn du jemanden Übles antust, der schwächer ist als du. Allah kann dir noch mehr Übles antun, als du diesem Kind. Und subhanallah, wir haben tatsächlich Leute in der heutigen Zeit, wallahi, die folgen in ihrem Charakter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie ihn lieben. Möge Allah uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben lassen, liebe Geschwister. Und ich schließe ab damit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns immer beigebracht, freundlich zu sein. Immer zu lächeln in das Gesicht deines Bruders. Das ist sehr schade. Manchmal siehst du einen Muslim auf der Straße, du sagst ihn mit einem lächelnden Gesicht, um die Sadaqa zu bekommen. Du sagst ihn Assalamu alaikum. Der guckt dich an, als ob du ihn nach seiner Leber gefragt hast. Guckt dich an. Subhanallah. Warum? Einer sagt dir, Friede sei auf euch. Und dann guckst du ihn mit so einem Gesicht an. Subhanallah al-Azim. Er hat uns beigebracht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir lächeln sollen, dass wir nett sind, liebe Geschwister. Er brachte uns bei, liebe Geschwister, dass wenn wir etwas auf dem Boden finden, was einen einen Schaden verursachen kann, was jemanden verletzen kann, dass wir dieses räumen von der Straße, aufheben von der Straße, liebe Geschwister. Er brachte uns bei, dass wir gut sein sollen zu den Menschen, dass diese Menschen sicher sein sollen vor unserer Zunge und vor unserer Hand. Und er brachte uns auch bei, dass wir den Brüdern und Schwestern etwas schenken. Schenke den Leuten etwas, von denen du denkst, dass sie dich nicht mögen. Du wirst sehen, wie sie danach zu dir sein werden, wegen einem kleinen Parfüm. Es kann sein, dass du jemanden in der Moscheegemeinschaft hast, du sagst, ach, der ist komisch mir gegenüber. Ich merke, er grüßt mich nicht richtig und dies und das. Sei nicht so wie er. Geh zu ihm hin und schenk ihm eine kleine Parfümflasche. 2 Euro. Du wirst sehen, wie er dich anlächelt. Außer er mag den Geruch nicht, dann wirst du noch mehr Probleme mit ihm haben. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, subhanallah al-Azim, sei wahrhaftig, sei ehrlich. Ein praktizierender Muslim, lieber Geschwister, er ist einmal mit dem Bus gefahren. Das war in England gewesen. Und dann hat der Busfahrer zu sich gesagt, ich werde ihm mehr Restgeld geben, weil er hat eine Fahrkarte gekauft, ich werde ihm mehr Restgeld geben,
als er verdient. Ich möchte wissen, ob das stimmt, was man über die Muslime sagt, dass sie ehrlich sind. Dann hat der Muslim das Geld genommen, er hat da gar nicht gezählt. Und dann, als er im Bus war und später rausgegangen ist, dann hat er gesagt, oh, der Mann hat mir mehr Wechselgeld gegeben, als mir zusteht. Subhanallah, wisst ihr, was dieser Muslim gemacht hat? Der hat die nächsten Tage immer darauf gewartet, dass dieser Busfahrer kommt im Bus, damit er ihm das Restgeld gibt. Und eines Tages hat er ihn wirklich getroffen. Da hat er gesagt, schau mal, du hast mir das letzte Mal mehr Restgeld gegeben, als ich verdiene. Der Busfahrer sagte, ich habe das absichtlich gemacht. Ich wollte dich nur prüfen und es stimmt, ihr Muslime seid ehrlich. Allahu Akbar. Aber heutzutage, wir klauen eher vom Busfahrer. Hä? Gib mal die Tasche her. Wie sehr haben sich die Zeiten geändert, liebe Geschwister. Und gestattet mir noch 3 Minuten, inshallah ta'ala. Gestattet ihr mir? Barakallahu fikum. Viele sagen sich, ich habe halt so einen Charakter. Ich habe keinen guten Charakter. Das ist einfach so bei mir angeboren. Wir sagen, nein, das stimmt nicht. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was diese Seele nicht ertragen kann. Das bedeutet, jeder kann an sich etwas ändern. Sonst hätte Allah uns das nicht auferlegt. Jeder kann beten, jeder kann fasten. Denn Allah hat uns nicht etwas befohlen, was wir nicht erfüllen können. Im Gegenteil, Allah hat uns nur Dinge aufgetragen, die wir erfüllen können, liebe Geschwister. Das heißt, mach Dua, dass Allah dir einen guten Charakter gibt. Und der Prophet Muhammad s.a.w., der den besten Charakter hatte, er hat gesagt, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor einem üblen Charakter und üblen Taten. Allahu Akbar. Merk dir diesen Dua und sag ihm, das hat der Prophet s.a.w. gesagt. Zweitens, wie du einen guten Charakter bekommst, erkenne erstmal an, dass du einen schlechten Charakter hast. Und frag die Leute in deiner Umgebung, wie du zu ihnen bist. Natürlich, wenn du groß und stark bist, traut sich keiner zu dir ehrlich zu sein. Weil der sagt, wenn ich ihm ehrlich meine Meinung sage, verprügelt er mich. Aber frag die Leute ehrlich, wie ist dein Charakter? Und dann werden sie dir sagen, wie dein Charakter ist. Drittens, hör auf, hochmütig zu sein, Kibir zu haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال من أو مثقال ذرة من كبر. Niemand wird das Paradies betreten, der nur ein Stäubchen, schaut mal wie klein, ein Stäubchen von Hochmut in seinem Herzen besitzt. Es gibt welche, die streiten sich, er sagt, nein. Wer ist er denn, dass ich mich bei ihm entschuldige? Hochmut. Möge Allah uns bewahren. Und das Letzte, liebe Geschwister, damit wir das genau verstehen. Wenn wir einen guten Charakter haben, dann brauchen wir auch nicht die Riesentaten zu machen. Wir werden viel leichter in das Paradies eingehen. Möge Allah Azza wa Jalla uns das erlauben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle unsere Sünden vergeben. Möge Allah uns vergeben, dass wir bis jetzt einen schlechten Charakter hatten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen, einen guten Charakter ab jetzt zu haben. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.